Der Blick geht ja auf das Landespokal-Halbfinale gegen Babelsberg. In 2 Wochen ist das soweit. Ja, wie weit ist der FCE schon dafür? Ist er konkurrenzfähig? Ja, die Frage stellt sich. Wir müssen ja konkurrenzfähig sein. In 2 Wochen ist das Spiel. Wir haben jetzt noch 2 Wochen Zeit. Ja, im Training an zwei Stellschrauben dann auch ein bisschen noch was zu verändern. Wir müssen jetzt den Fokus darauf setzen, dann in 2 Wochen topfit zu sein, auf dem Platz zu sein, fokussiert zu sein. Und ja, heute Stand jetzt sind wir noch nicht so weit, aber ist ja klar, die Jungs haben ja so lange nicht gespielt. Immer wieder hat sich was verändert. Von daher ja, müssen wir die Zeit jetzt gut nutzen. In anderen Mannschaften geht es ja am Ende nicht anders. Sie planen ja bereits die kommende Saison, die Mannschaft für die kommende Saison, führen die Gespräche mit den Spielern. Dadurch entsteht natürlich auch ein bisschen Unruhe in der Mannschaft. Jetzt vor dem Pokalspiel ist schon klar, dass Felix Brückmann den Verein verlassen wird. Felix Geißler bekommt kein neues Angebot. Ja, wie weit kann man sich trotzdem auf diese Spieler verlassen, dass die dann alles für den FCE geben? Ja, ich gehe einfach davon aus, weil das sind ja Sportleute. Die wollen ja am Ende wollen die auch gewinnen, am Ende wollen die Pokalsieger werden. Ich glaube, jeder Spieler, wenn er auf den Platz geht, will gewinnen. Wie gesagt, am Ende ist es ja auch nur fair, dass man sich in die Augen guckt, dass man da offene Gespräche führt. Das wollte ich ja selber als Spieler und das haben wir jetzt gemacht. Und von daher finde ich, also, das ist das normale Geschäft im Fußball, dass für den einen weitergeht, für den anderen nicht. Also, da sehe ich jetzt gar kein Problem. Ja, ich glaube, da ist die Eigenmotivation gefragt. Ne? Da mussten wir uns immer gegenseitig pushen. Das ist dann immer, man hofft wieder auf den Termin, dass gesagt wird, jetzt geht es bald wieder weiter. Dann letzten Endes die Hiobsbotschaft, dass es gar nicht mehr weitergeht. Ja, dann klammert man sich wieder an den Pokal. Dann war da auch wieder ein bisschen Ungewissheit. Ja, und letzten Endes jetzt mit der Mitteilung, dass es dann wieder weitergeht, ist es dann, glaube ich, auch wieder leichter. Und hat man dann auch im Training gemerkt, ist die Spannung wieder mehr da, mehr Feuer im Zweikämpfen. Und ja, das ist schon schön. Also wir freuen uns auf die Beispiele und geben jetzt auch die Woche nochmal richtig Gas, dass wir da gut performen. Ihr Mitspieler Felix Brückmann hat sich gerade umarmt. Der verlässt ja den Verein, der kann sich mit dem Landespokalsieg noch verabschieden. Ja, ich glaube, das ist auch sein Vorhaben. Der gibt auch immer Gas. Also wenn man das jetzt ansprechen möchte, ist ein Spieler, der immer 100% im Training Gas gibt. Ich trainiere auch sehr gerne im 1 gegen 1 gegen ihn, weil da kann ich mich auch ja, beweisen. Er ist ein sehr unangenehmer Spieler. Ja, und ich glaube, dass der uns da auch sehr weiterhelfen wird, dem Ziel, den Pokal zu gewinnen, näher zu kommen. Danke.